Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge sind wir in Byzantium angekommen und haben einfach mal glatt Ellies Eltern umgebracht. Und dann hat uns jemand eingestellt, um eine Szene in einem Film zu drehen. Und die erste Szene habe ich verkackt, aber wir wiederholen das Ganze jetzt mit der Take Nummer 2 und die wird besser. Viel Spaß. So, neuer Versuch. Er hat gesagt, wir sollen natürlich... Okay, neuer Versuch. Er meinte, wir sollen natürlich sein, ne? Wisst ihr, was natürlich ist? Zack. Oh, der hat ja auch direkt mit Schaden bekommen. Zack. 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 2000 Schaden, Alter. Dankeschön. So wollte ich das haben. There's my star. Walk and talk with me. Ja, warte. So. I knew you had chops, but that was something else. You found the energy in the scene and ran with it. That was visceral. Es hat dir gefallen? Liked it. I fucking loved it. The lawyers are another story. But you let me worry about them. You just hang on to that energy. It'll take a few months to get your contract set up, but it'll be worth it. Here's your fee for today, but there's more to come. Level up, alter Junge. Ruf bei der Vorstadt erhöht. Geil. Da würde sie ja abgemuxt habe. Oh, das Nachladen geht schnell. So. Wir waren stehen geblieben bei. Aber den Bonus kriegen wir doch, oder? Ich glaube schon. Was haben wir denn gemacht? Schloss knacken. Ecken, schleichen. Schleichen, ne? Nein, es fehlen zwei. Oh, noch ein Level. Aber wir können die Waffe jetzt nochmal upgraden. So. Finde und töte Eva Shadrand. Dann unternehmen wir das als nächstes. Die Frage ist nur, wird sie offen rumstehen? Oh, die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen, ne? Oh. Jetzt nicht mehr. Wir wollen sie mal ausfragen, ob sie jetzt eine Kollaborateurin ist für die Aliens. Ey, es sieht genauso aus wie in dem anderen Anwesen, nur dass hier kein Marmor ist. Versiegelt. Hm? Hier ist die Tür. Da können wir nicht durch. Ist versiegelt. Oh, klauen wir halt ein bisschen. Protokolle. HFS 1084. Meine schlimmsten Vermutungen wurden bestätigt. HFS 1084 wurde geplündert. Wer weiß, was aus den Suspensionstanks geworden ist aus meinem Team. Wie immer sind meine Ansprechpartner im Vorstand keine Hilfe, bis ich Ergebnisse abliefere, die sie replizieren, verpacken und an die allgemeine Bevölkerung verteilen können. Wünschen sie von Leuten wie mir nur Schweigen und Gehorsam. Und noch eine weitere Umsiedlung. Die Umstände im Primär- und Sekundärlabor konnte man nicht gerade als optimal beschreiben. Durch die politische Instabilität wurde mir Cascadia unter den Füßen weggezogen und eine Kombination aus Hüttenkoller und Paranoia zog HFS 1084 ins Verderben. Vielleicht stellt mein Zuhause im
unerschütterlichen Byzantium den Rückzugsort dar, den ich brauche. Auch wenn ich es vermisse, an der Seite meiner Kollegen zu arbeiten, weiß ich, dass ich jene, deren Gesellschaft ich so genoss, kaum verdient hatte. Jene, die ich verloren habe. Ich werde die Arbeit in Abgeschiedenheit einsam fortsetzen. Vielleicht sollte es auch so sein. Die ersten Außerirdischen. Oh, ich hab gedacht, das ist alles nur Scheiße. Das ist die Wahrheit. Lol. Seit unsere Spezies sich ihrer selbst bewusst wurde, drückten wir allen Welten, mit denen wir in Kontakt kamen, unsere Überlegenheit auf. Der Kolonialismus funktionierte eine Zeit lang. Aber unser ältester Trick funktionierte in Halcyon nicht. Nun sind wir es, die sich einer Kraft beugen müssen, die größer als wir selbst ist. Wir sind es, die sich anpassen müssen. Update. Wein macht mich zu grüberisch. Vielleicht sollte ich dem mit Wodka entgegenwirken. Aber da steht nichts von ersten Außerirdischen. Also steht schon was von ersten Außerirdischen, dass da eine Macht ist, die sich da dem entgegenstellt. Aber was für eine Macht? Wir müssen sie erst ausfragen, bevor wir sie töten. Fakt ist, sie ist so gut wie tot, Leute. Also. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Ich stelle hier die Fragen. You're in my house and I'm not fucking around. Start talking. Ich bin näher gekommen, um deine außerirdischen Verschwörung aufzudecken. My what conspiracy? Let's talk about this. Please, I think there's been a crucial misunderstanding. Ich höre. If you came looking for some elaborate scheme, it isn't here. All I'm doing is trying to keep Halcyon alive. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. Du willst mir erzählen, dass es hierbei um Gemüse geht? Our produce might get us through the day, but we're getting weaker as a species and sicker. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Warte, aber was ist mit den Außerirdischen? Look around. We're the only intelligent aliens in Halcyon. Sorry, aber Verschwörungstheoretiker kennen keine Antworten. Sie kennen nur Fragen. Nein! Kann euch denn ernst sein? Scheiß auf den Vorstand. Lilia ist mein einziger Vorstand. Hä? Lol. Da lebt noch jemand. Sorry, Lydia Hagen hat gesagt. Und was Lydia Hagen sagt, ist das Gesetz. Die hat nicht mal was dabei gehabt. Oh. Trinken. Die größte Belohnung aller Zeiten. Außerirdische. Werde Lilia nichts davon sagen, dass du Gemüse gezüchtet hast. Sie soll ruhig weiterdenken, dass du ihr Außerirdische und so, ne? Ergibt doch viel mehr Sinn. Gibt's noch was zu klauen? Munition ist immer gern gesehen.
Ja, schade. Ich hätte mir echt gewünscht, dass sie hier irgendwie noch Außerirdische mit reingepackt hätten. Weil das ist das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ne? Außerirdische. Andere Spezies, die intelligent sind. Nicht so wie Möter und so Kram. Denn Möter sind ja auch eigentlich Außerirdische. Ja gut, das dazu. Ich muss mal kurz was essen. So. Na gut, dann machen wir die Stadt und die Sterne. Sprich mit den Wachen des Ministers, beschaffe das Päckchen des Ministers von HPS. Das kriegen wir doch hin. Oh, oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? Wie bist du denn drauf? How splendid. Another rungleech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Ich würde mein aktuelles Auftreten ja wohl kaum als schmierig bezeichnen. A sisty pig in a suit is still but a sisty pig. Those clothes are obviously stolen, and you, sir, are still quite greasy. Honestly, what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Was geht denn mit dir ab? Was ist das Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Ganz deiner Meinung, niemand sollte irgendwas bekommen. Yes, thank you. Goodness, what's the system coming to when unkempt vagabonds are making more sense than the board itself? By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Nun, also die meisten Wettbewerber haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Klar. Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree. Which you do. How fortunate for you. Was für ein Glück. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Wie bist du an den Zugangscode gelangt? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Na gut. Spezialistin für Raum und Abendanzüge. Nee, das ist es nicht. Fraktionsauftrag. Das letzte, also. Rückruf aus dem Ruhestand. Da. Benutze Hortenses Passwort, um mit dem Terminal Zugriff darauf zu erhalten. Das heißt, ich muss ja ganz zurück, ne? That's the last of them. So. Finally. Is it just me, or are we getting more and more retirees lately? Not just you. Felt like a damn factory worker these last few months. Oh well. Nothing a few drinks won't cure. Come on, let's go hit up Bijou's.
Can't. They're closed. Someone saw a sprat in there. Bijou's too? Damn. What's this city coming to? Wegen einem Sprat. Alles klar. Okay, ab zum Ruhestandsviertel. Danach müssen wir übrigens noch den Arzt aufsuchen. To the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's Deluxe Falskowood Collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G Brew by Spacer's Choice. Zero-G Brew, an ale that's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here, be sure to check out the displays for some fun facts about the early retirement program and selection process. Then, once you're ready, enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of your early retirement. Congratulations. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private Quatsch, jetzt die ganze Zeit dasselbe? Oh, ich stimme zu. Ich hab's mir nicht durchgelesen. Arrive, wer liest sich schon die AGBs durch? To your very own luxury penthouse, furnished exclusively. Oh Gott, der nervt mich jetzt schon. Deluxe Falskowood Collection. Oh, es hat aufgehört. Nein, macht er da unten weiter. Hört sich an, als würde ich in der Hölle landen. Okay, es sieht jetzt nicht mehr so aus wie oben. Zum Fick. Ich habe mit allem gerechnet. Aber nicht. Was? Das nenne ich im Ruhestand. Ja, die sind wirklich im Ruhestand. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber. Weißt du, du landest halt so in diesem Vorraum, der dir das Grüne vom Ei erzählt. Aber es ist dir einfach nur Maschinen, die... Scheiße. Die einfach nur die Leichen sauber machen. Hallo? Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich muss eigentlich essen. Ich war absolut nicht darauf vorbereitet, was mich hier erwartet.
Hau! So lassen Sie den Scheiß. Oh. WTF. Die Putzroboter machen trotzdem weiter. So absurd, Alter. Stell dir vor, du kommst hier unten raus. Ja, mein Ruhestand. Siehst du nur in der Ecke so Skelette und Knochenmehl und... Ach, Gottes Willen. Wache. Wieso sind selbst die Wachen tot? Wissen die überhaupt, was hier unten passiert? Oder schicken sie die Leute einfach nur runter und freuen sich dann? Ja, die sind jetzt weg. Die haben jetzt ihren Ruhestand. Hinweis, aufgrund ihres Aufgabenbereichs im HHC-Zentrum für vorzeitigen Ruhestand wurden diese Robotereinheiten nicht mit einem standardmäßigen Wartungsmodus oder einem IFF-Transponder entwickelt. Diese Entscheidung hat zu Kosteneinsparungen von 200 Bits pro Einheit geführt, bedeutet aber, dass jegliche bei Reparaturen verursachten Verletzungen vom Gehalt des ausführenden Arbeiters abgezogen werden. Du machst das UDL-Team zu dem, was es ist. Vielen Dank. Hallo? Ach so. Der Wartungstunnel. Okay. Wisst ihr, ich habe mich schon gefreut auf so einen chilligen Bereich. Um zu sagen, hey, das wäre doch hier im echten Leben auch cool, so eine unterirdische... Scheiße. Wieso sind die hier alles plötzlich jetzt nett? Guck mal, das ist Spread. Okay, da hinten sind Gegner. Hier sind sie noch alle nett und freundlich. 60. Oh, Werkpack entdeckt. Wo? Tüfteln! Ich habe kein Geld fürs Tüfteln. Nicht aus dem Weg, Junge. Exiting Security Enforcement Mode. So, erstmal hier natürlich alles klauen, was geht. 5 kostet das. Ich hoffe, das ist der geilste Shit aller Zeiten drin. Schutzhelm mit Explosivschutz Gold. Ja, zumindest töten sie die Spreads. Sie einfach keine Chance haben gegen meine Übermacht. Toiletten? Ihr seid frei, Spreads, ihr seid frei. Kümmert euch um die Roboter. Wäre schön gewesen, wenn ich sie ausgeschaltet hätte. Oder hätte können. Sind überall diese Goldsachen drin? Weil die sind nicht wirklich wertvoll. Nochmal, ich hab gleich nichts mehr, ne? Ich kann gleich nicht mehr knacken. Aber die Erfahrung ist es halt trotzdem immer wieder wert. Hier geht's hoch. Ich will mich zuerst mal hier zu Ende umschauen. Ups. Ah, zu viele dürfen es auch nicht sein. Ich kriege da echt Probleme bei den Dingern. Und die Waffe ist halt nun mal keine Mörderwaffe, die gegen Roboter gut ist. Sondern ich sollte mit Energy reinziehen. Und die ist eher, ja, gegen humanoide, menschliche, gegen fleischliche Gegner gut. Ich weiß nicht, bringen Headshots bei Robotern überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. HPS, finde ich hier das Paket? Ach, ist die Spieluhr, die diese Geräusche macht, ja?
Finde ich hier das Paket? Nein. Schade. Wäre auch ein zu großer Zufall gewesen, ne? Eine Quest, die mich nur hierher führt durch diese Quest. Und das hier die Hauptquest sein soll. Eher nicht so. Hier liegen die Roboter schon tot rum. Ich brauche mehr von diesen MacDietrichen. Jetzt muss ich auch noch anfangen, bald die Dinger zu kaufen. Stell dir das vor, ich muss Dinge kaufen. Tollwütiger Spread. Aber weiter war es. Was mache ich da überhaupt? Ho, ho! Okay, nein. Verzieht euch. Ein Schuss noch. Oh. Okay, der Kleine wird mich wahrscheinlich nicht umbringen. Oh. Es hätte jetzt einen Erfolg gegeben. Wenn es Erfolge auf Epic geben würde. Drecks-Epic. Kann man nur drauf spucken, ey. Das ist das letzte Spiel, was ich bei denen gekauft habe. Das Einzige, was ich noch bei denen machen werde, sind die Gratis-Spiele abstauben und sie in den Ruin treiben. Ist auch tollwütig. Ja, du? Ja, das ist jetzt ein bisschen Problematik. Kann das nicht knacken. Terminal habe ich hier soweit auch nicht gesehen, oder? Ist da vielleicht ein Terminal? Also es muss rein theoretisch ein Terminal geben. Das Spiel kann nicht einfach nur darauf beruhen, dass man jetzt in dieser Minute, in dieser Sekunde ausgerechnet 60 Schlossknacken hat. Das ist unmöglich. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Hä? Bin ich nicht? Wo bin ich jetzt? Bin auf jeden Fall ganz woanders gelandet, okay. Achso, ich soll zu dir zurückkehren. Ah. Dann ist nur ein Alternativweg. Hatten. Allerdings habe ich eine Stelle gefunden, wo wir noch nicht waren. Und da werden wir morgen hingehen. Allerdings muss ich hier nochmal als kleine Info raushauen. Ab sofort werde ich meine Let's Plays direkt auf Twitch aufnehmen. Das heißt, wer Bock hat, der kann da einfach mal vorbeischauen und dann muss er nicht auf die Folgen warten. Also, folgt mir auf Twitch. Aber wenn ihr das hier seht, sind die nächsten Folgen schon aufgenommen. Bis morgen, ciao!